Einer. Hier ist der X-Wing mit einem weiteren Let's Play to the Chaos of the Zabonia. Und hier gibt's eine Achievement. Na, sieh mal an, wer mir da hinterhergelaufen kommt. Tja, meiner magnetischen Anziehungskraft konntest du eben noch nie widerstehen. Mach es bitte kurz, ja? Ich habe hier eine Aufgabe, die meine volle Konzentration erfordert. Delfine hüten. Einen Brechreiz unterdrücken. Ob du es glaubst oder nicht, ich bin der Anführer. Oh, Himmel, das ist genau wie in meinem Albtraum. Also träumst du immer noch von mir? Ich war sogar in Therapie deswegen. Tja, so gerne ich über deine mich bezüglichen Fantasien sprechen würde, dein Traummann hat eine wichtige Mission. Du wirst nicht glauben, was mir alles passiert ist. Lass mich raten. Du warst schon fast in Elysium und dann ist dir wieder einmal deine Gutmütigkeit dazwischen gekommen. Woher weißt du das? Weil das Gespräch jedes Mal so abläuft. Als nächstes sage ich dann, das hast du beim letzten Mal auch schon gesagt. Und du sagst... Aber diesmal war es wirklich so. Exakt. Und auch wenn du gleich das Gegenteil behaupten wirst, du wirst dich nie ändern. Aber ich hab mich geändert. Verdammt. Was machst du hier überhaupt? Ich könnte dich ja wohl dasselbe fragen. Wolltest du nicht mit dieser Gabi nach Elysium reisen? Sie heißt Goal. Und wo ist Goal? Ist sie bereits einem deiner brillanten Manöver zum Opfer gefallen? Hast du sie aus Versehen aus einem brennenden Heißluftballon geworfen? Weit gefehlt. Es war ein Notboot. Oder sie sogar in Einzelteile zersägt? Nicht im wörtlichen Sinne. Goal wartet draußen. Und sie ist wohl auf. Zumindest zu zwei Dritteln. Sie kann einem nur leid tun. Wie bist du hier gelandet? Du wusstest ohne mich wohl nichts mehr mit dir anzufangen, was? Tja, ich wachte eines Morgens auf und stellte verwundert fest, dass es in der ganzen Wohnung keinen einzigen Brand zu löschen gab. Ich musste kein Dach neu decken, keine Zahnpasta aus den Heizungsrohren polen, keine verwundeten Nachbarn verarzten. Es bestand nicht einmal die Notwendigkeit, einen Gnu aus der Küche zu verscheuchen. Und da packte dich die Sehnsucht nach mir. Und da erinnerte ich mich daran, dass ich seit Jahren keinen Urlaub mehr gemacht habe. In Busa Westwalk hörte ich dann Gerüchte von einer Rebellion gegen den Organon. Das hat scheinbar mein altes Rettersyndrom getriggert. Du und ein Rettersyndrom? Wenn überhaupt, dann hast du ein Prinzessinnen-Entführen und mit Feuerbällen auf Retter werfen-Syndrom. Nenn es wie du willst. Ich dachte nur, dass meine Erfahrung im Bergen von Explosionsopfern nützlich werden könnte. Tja, du hast mir so einige Fähigkeiten zu verdanken. Kann ich nicht mal bestreiten. Schön, dass du da bist. Verpiss dich. Alter. Das Delfinbecken müsste mal wieder geputzt werden, Rekrut. Bitte was? Ich hoffe doch, ich habe mich verhört. Aber Toni, ich bin immerhin der Anführer. Ich muss darauf achten, dass hier alles seinen geordneten Gang geht. Und ich kann dich unmöglich bevorzugen, nur weil wir mal zusammen waren. Das ist doch... Gibt es Probleme, Ruvus? Ich glaube, du hast deine Mannschaft nicht im Griff, Janosch. Nummer 26 hier wollte mir doch tatsächlich gerade widersprechen. Tatsächlich? Ich darf doch wirklich sehr bitten, Nummer 26. Wenn der Chef etwas anordnet, dann hast du Wolgeschuhleichten. Aber... Dein Aber, Rekrut. Oh, ei, Chef. Oh Mann. Ich habe mich geirrt. Das hier ist deutlich schlimmer als mein Albtraum. Zum Meeting trinke ich meinen Kaffee übrigens schwarz, Rekrut. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Janosch! Rekrut? Bei euch piept's wohl! Ich bin doch nicht euer... Rekrut! Und nichts verschütten, Rekrut! Du schaufelst dir dein eigenes Grab. Ja? Ja. Egal, das ist es wert. Ich glaube, dir würden ein paar Liegestütze gut tun, Rekrut. Überspann den Bogen nicht. Wir sind im Bürgerkrieg, Toni. Jede deiner überschüssigen Speckröllchen hier kann den Tod eines Kameraden bedeuten. Du Mieser! Oh. Ja, wenn ich jetzt auf Quit gehen würde, dann würde ich auch quitten. Deswegen machen wir mal schnell Restore. Und packen
packen aber so ein paar Sachen ein. Kanister. Haben wir noch irgendwas? Eine Schleuse, die ich aufmachen kann, vielleicht? Genau. Salana i jung ayeses. Was soll das denn? Na was schon? Ich spreche Delfinisch. Gib dir keine Mühe. Sie sind deprimiert. Kann ich verstehen, wenn du ihre Trainerin bist. Vielleicht sollte ich dir einfach ein paar Knochen brechen. Ich glaube, das könnte sie aufmuntern. Yeah. Sie lieben physische Komik. Sie lieben physische Komik. So, nach hinten muss ich jetzt noch nicht gehen. Aber Pookie können wir uns noch anhören. Da sind wir endlich im geheimen Unterschlupf der Rebellen. Hier treffen wir natürlich auf einen feuerspeienden Drachen, der uns bekannt vorkommt. Nein, nicht wirklich ein feuerspeiender Drache, das ist nur Toni. Aber ist tatsächlich ein Sachverhalt, den ich erst später in Chaos of the Pony hineingeschrieben habe, weil ich persönlich Toni doch sehr vermisst habe. Sie ist einfach immer ein guter Motor für Rufus, ein sehr guter Spiegel, in dem er sich seine hässliche Fratze in Gänze zeigt und wie was aus Leuten wird, mit denen er eine längere Zeit zusammen ist und so. Und um diesen Augenblick gebührend zu feiern, ist, Achtung, sehr vorsichtig, hier die einzige Möglichkeit im Spiel tatsächlich zu sterben. Also seid sehr vorsichtig, wenn ihr mit Toni redet, ihr könnt hier sterben. In einer wundervollen Hommage an die alten Sierra Adventures. Aber Rufus hat es auch verdient. Arsch. Ja, das haben wir ja schon gemacht. Puh, hier gibt's jetzt gerade nichts zu tun. Hier genauso wenig. Ich geh mal da oben rein. Da ist auch nichts wirklich irgendwas. Reifenberg. Das ist ein Screen der Marke. Was hat sich Pookie da nur gedacht? Folgendes hat er sich gedacht. Tatsächlich inhaltlich hätte man die Objekte in diesem Raum verstecken oder die ganzen rätseltechnischen Gegebenheiten, die diesen Raum rechtfertigen, auch woanders verstecken können. Aber ich wollte diesen Screen schon mal zeigen, weil wir ihn für Deponia 3 geplant hatten. Auch wenn wir Deponia 3 im Nachhinein aufs Heftigste umgeschrieben haben, also gerade den Portafisco-Teil, kriegen wir diesen Raum später nochmal zu sehen und erleben ihn aus einer ganz anderen Perspektive und in einem ganz anderen Sachzusammenhang zu einer anderen Tageszeit und so weiter. Eigentlich war dieser Raum für tatsächlich mein altes Konzept von Deponia 3 gedacht und spielt deswegen in diesem Spiel noch keine Rolle. Dann hatte ich für Deponia 3 die Mühe, diesen Raum wieder reinzubekommen, weil nach dem neuen Konzept gab es hier ganz viele Sachverhalte, die halt sehr schwierig mit meiner neuen Story vereinbar waren und jetzt musste ich halt tatsächlich mich sehr stark verbiegen und habe mich sehr geärgert, dass wir diesen Raum hier schon gesehen haben, weil mir das einiges an Freiheit, Gestaltungsfreiheit genommen hat. Zum Glück ist dann doch alles gut ausgegangen und mir gefallen die Szenen in Goodbye Deponia sehr gut, die in und um diesen Raum hier spielen. Und dass die Räumlichkeiten, also von Entfernungen her und von den Größenverhältnissen hier nicht so ganz wirklich zusammenpassen mit der Größe von Portafisco, wie sie nachher im dritten Teil gezeigt wird, das ist nur eine optische Täuschung. Also guck nicht genau hin. Ja, doch, das ist schon okay. Jo. Gehe ich da mal rein? Komm rein, Rufus. Ich habe dich erwartet. Sehr gut. Mein Ruf eilt mir voraus. Aber nicht doch. Die Kristallkugel hat mir deine Ankunft verraten. Und sie weiß sogar, wie ich heiße. Tatsächlich hast du im Vorzelt deinen Namen gesummt. Aber egal. Du bist spät dran, Rufus. Ich wurde aufgehalten. Ja, das habe ich ebenfalls vorhergesehen. Was genau genommen keinen Sinn ergibt. Und noch was. Dass du mir die Bananen klauen wirst, werde ich dir sehr übel nehmen. Ich will dich aber Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. So, was ist das denn? Ein Hütchen. Ja, und hier sind wir jetzt in dem Zelt des Wahrsagers, des Sehers, des Gurus, der sein Geschäft als Wahrsager halt erstmal vorübergehend beiseite gelegt hat.
aber immerhin stattdessen seine Fähigkeiten einsetzen kann, um Paare zu beraten. Und diese Paarberatung, die werden wir im späteren Verlauf des Spiels, vielleicht habe ich das auch schon gemacht, auf jeden Fall noch in Anspruch nehmen. Nicht, dass Rufus wirklich halt jetzt da irgendeine Art von Beratung oder Hilfestellung bräuchte. Aber man muss ja auch sagen, es ist eine schwierige Situation, in die er sich da rein manövriert hat oder in die er da rein manövriert wurde, vollkommen ohne eigenes Verschulden. Genau, danke Rufus. Aber er hat ja auch zum Glück diese Fernbedienung, um diese Charakterfacetten von Goal hin und her zu schalten. Ja, was waren das für Tipps? Ja, dann mal eine Frage an Rufus auch. Wie hast du das eigentlich erlebt? Ist das nicht unglaublich praktisch? Wünscht man sich das nicht manchmal auch im wahren Leben sozusagen? Also eine Fernbedienung, mit der man halt zwischen unterschiedlichen Charakterfacetten von anderen Menschen hin und her schalten kann. Ach, was ich an dir so lähmend finde ist, du hast überhaupt keinen Sportsgeist. Natürlich wäre das praktisch, wenn man so eine Fernbedienung hätte. Aber ich habe keine und ich komme auch so zurecht. Weil es gibt Körperzonen, ich will es mal so stehen lassen, wenn man die im richtigen Moment und in der richtigen Intensität und in der richtigen Richtung berührt, dann kommt das zu den gleichen Ergebnissen. Es ist doch viel aufregender, als einfach nur auf Knöpfe zu drücken. Aber ich verstehe schon, du hast es gerne mal ein bisschen einfacher. Das ist ja auch der Grund, warum ich der Held in diesem Spiel bin. Und du einfach nur jemand, der im Hintergrund die ganze Dreckarbeit macht. Ich meine, das ist doch klar. Natürlich weiß ich das. Und Körperzone, klar. Wir reden hier von der Schulter? Der Schulter. Auf jeden Fall nehme ich mir so eine Banane mit. Ah, es ist soweit. Der Zeitpunkt des großen Bananendiebstahls ist gekommen. Wie vorhergesehen. Du unterschätzt mich. Ich kann dagegen ankämpfen. Nein. Na los, füge dich deinem Schicksal. Nein, niemals. Na los, nimm sie, greif zu. Nein. Gut so, ergib dich deinem Schicksal. So. Das hier ist die falsche Goal. Ich brauche die Baby Goal jetzt. Baby Goal! Was soll das denn? Das ist mein neuer Jingle! Fehlt ein wenig Bass, wenn du mich fragst. Das ist so gut. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Und wie? Ist es nicht wunderschön hier? Oh, na ja. Wenn man Elend mag. Ich find's toll! Sagte die Frau mit dem Gehirnschaden. Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. Okay. Ich sehe, du folgst. Aber wo ich schon mal hier bin. Bist du so eine Art Hellseher? Ich verfüge über das dritte Auge. Ja, aber ich praktiziere nicht mehr. Dann habe ich den Kaffeesatz im Vorraum vollkommen umsonst auf den Teppich geschüttet. Tja, die Zeiten haben sich geändert. Wenn man heutzutage nicht auf einem Scheiterhaufen enden will, tut man gut daran, düstere Vorahnung für sich zu behalten. Darum habe ich auf Partnerberatung umgesattelt. Bitte was? Du hast vorhergesehen, dass du schlechte Zeiten vorhersehen wirst und hast deshalb die Wahrsagerei aufgegeben? Aber nicht doch. Ich habe meinen Job rechtzeitig an den Nagel gehängt. Entsprechend werde ich auch niemals schlechte Zeit vorhersehen. Und was nicht passieren wird, kann man nicht vorhersehen. Ich habe allerdings vorhergesehen, dass ich aus diesem Grunde meinen Job an den Nagel hängen werde. Irgendwie wünsche ich mich gerade zu Docs Zeitanomalien zurück. Okay, Kannst du die Lottozahlen vorhersagen? Ich könnte. Er könnte. Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Und wie? Ist es nicht wunderschön hier? Was geht? Was stinkt hier eigentlich so? Ich hoffe, das bin nicht ich! Nein, ich glaube, es kommt von dem Typ da drüben. Lieb von dir. Aber ich muss furchtbar riechen. Ich habe mir heute noch nicht mal die Zähne geputzt. Wenn man das nicht dreimal täglich macht, bilden sich Bakterien im Mund. Genau. Und am Wochenende treffen sie sich mit dem Yeti und füllen süchtig machende Substanzen in Klebstoff. Aber es sind süchtig machende Substanzen in Klebstoff.
Arme Goal. Arme, naive Goal. Keine Spur von Donna Goal. Wir schaffen das schon. Habe ich jemals etwas anderes behauptet? Du nicht. Aber Doc murmelte vorhin, dass es keinen Sinn ergibt, Tauchboote an Land zu suchen. Doc hat ja auch keine Ahnung. Es klang zumindest logisch. Logik ist was für Leute, die zu faul sind, ziellos herumzuprobieren. Janosch lässt in seinem Rebellenlager Torpedodelfine trainieren. Ui, wie süß! Denkst du dasselbe, was ich denke? Glaube schon. Aber wo bekommen wir die rosa Schleifen her? So weit bin ich noch nicht. Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. Sie ist süß. Sie passt zu mir. Wir haben ja auf jeden Fall noch eine Stromkehrer, der ist wichtig. Und dann tue ich doch wieder die Verwaltung. Oh, na endlich! Habe ich was verpasst? Weißt du noch, wie ich dich vor dem Drachen beschützt habe? Lass mich das umformulieren. Habe ich etwas verpasst, das sich nicht lediglich in deinem Kopf abgespielt hat? Hä? Wo denn sonst? Hey, Goal! Alles gut bei dir? Mir ist langweilig. Hattest du nicht Abenteuer und krasse Manöver versprochen? Ich hatte gar nichts versprochen, an das ich mich auch halten wollte. Keine Spur von Donna Goal. Strengst dich aber auch nicht wirklich an, oder? Ich spare meine Kräfte für kommende Herausforderungen. Und wenn die Herausforderungen nicht kommen? Vertrau mir, die kommen schon. Sie sammeln sich nur für einen Überraschungsangriff. Am Ende sind alle Vorbereitungen zunichte gemacht und schließlich kann uns nur noch ein halsbrecherischer Befreiungsschlag retten. Und das läuft immer so? Jedes Mal. Cool. Cool. Was stinkt hier eigentlich so? Ich hoffe, das bist nicht du. Nein, ich glaube, es kommt von dem Typ da drüben. Das hätte ich an deiner Stelle auch gesagt. Ja, um den Verdacht von dir abzulenken. Warum sollte ich? Ich rieche fantastisch. Ach ja? Ach ja? Thema beendet. Janosch lässt in seinem Rebellenlager Torpedodelfine trainieren. Ist das so eine Art schmutzige Metapher? Nein, wörtlich gemeint. Schade. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Wie war denn das nochmal mit dem See? Sieh doch nochmal. Sehe du, voll daneben. Aber wo ich schon mal. Du machst jetzt Party? Ja. Aus irgendeinem Grund sind die Leute empfänglicher für schlechte Neuigkeiten, wenn es um ihre Beziehung geht. Wird es mir gelingen, die Welt zu retten? Die Zukunft ist noch nicht geschrieben, Rufus. Außer in meinem Tagebuch natürlich. Ich habe nächsten Monat viel zu tun, da habe ich schon mal etwas vorgearbeitet. Warum wohnst du in einem Zelt? Meine Kunden erwarten ein mystisches Ambiente. Außerdem ist es praktisch. Im Falle einer Katastrophe kann ich all mein Hab und Gut innerhalb von Minuten zusammenpacken. Was für eine Katastrophe? Ups, das Gewirk der Zeit ist in ständiger Bewegung. Ein Schleier liegt über der Zukunft. Ungewissheit spielt nackt auf seinen Bongos. Es gibt kein Benzin für Satinas Kettensäge. Hey, nun lenk mal nicht ab. Was für eine Katastrophe. Ach, verdammt. Ach, komm schon. Verrat mir die Lottozahlen. Nein. Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. Ich sehe, du planst, um dein Schicksal zu feilschen. Aber so honorig der Versuch auch sein mag, den dir vorbestimmten Weg zu ändern, das Schicksal lässt sich nicht bestechen, mein Freund. Nee, bestechen will ich dich nicht. Hey, Go! Alles gut bei dir? Mir ist langweilig. Kommst du mit zum Wahrsager? Er wohnt in dem Zelt da oben. Ein Wahrsager? Boah, nee, lass mal. Warum sollte ich mir von einem dahergelaufenen Möchtegern sagen lassen, wohin die Reise geht? Ich glaub ja auch nicht an sowas, aber... Ich meinte eigentlich dich. Oh. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Okay, beim nächsten Mal werden wir mit Baby Go
Baby Gold! Der Wahrsager gehen. Bis dahin!